Ja, wenn sie so weit hinten reinfallen lassen. Und dann 3:3 ist mit Sicherheit auch kein Wunschresultat für Franco Foda und Sturm, denn hier dieses Heimspiel zu gewinnen gegen Rapid, das ist fast schon Pflicht, um da wirklich vorne Druck auszuüben auf die anderen Konkurrenten. Wolf, Kinast, Weber, scheint doch noch zu gehen. Wieder Wolf. Kleber gelöst von Markus Gatter. Wieder Trimmel und ja, die Entscheidung ist auf alle Fälle zugunsten von Rapid, aber außerhalb des Strafraums. Ich glaub, er hat recht. Es war ganz knapp, aber ich glaube, es war richtig. So, da gibt es natürlich die gelbe Karte für Bertl. Kulowitz. Hofmann. Viel Raum für Trimmel. Ja. Schien auch aus meiner Sicht außerhalb des Strafraums gewesen zu sein. Diese Attacke von Perto, der da Trimmel richtig ins umrennt. Also auch das hat Thomas Gangl richtig gesehen. So, Czablina in Alarmbereitschaft. Der Rapid Captain steht wieder beim Ball. Den wird er nicht direkt aufs Tor bringen, aber gefährlich ist es trotzdem. Allemal, ja. Wobei bei Hofmann weiß man nicht genau. Weil dein Außenriss Schlinzer ist lange kreuzig. Steffen Hofmann. Ah, der legt das super quer. Das war natürlich abgesprochen, aber die Situation ist noch nicht vorbei. Die Chance, Eva für Salihi. Eine richtig große. Aber jetzt geht's mal in die andere Richtung. Und da ist Haas und der ist nicht im Abseits. Mario Haas, nicht optimale Ballannahme. Und dann der Stürmerfoul gegen Drazan, der hier ganz entscheidend seine Schnelligkeit eingesetzt hat bei diesem Laufduell gegen Haas. Das war der Richtige. Bei Katzer gegen Haas wäre es vielleicht eine engere Geschichte gewesen. Aber es scheint, das wäre die Ruhephase wieder vorbei. Aber diese Freistoßvarianten, die sieht man eigentlich immer öfter, dass da die Bälle flach in den Strafraum hineingespielt werden. Ja, es ist immer ein Überraschungsmoment zumindest. Das ist immer eine Möglichkeit, diese Bälle zum Tor oder Richtung Tor sind immer gefährlich. Man spekuliert damit und spielt dann eine Variante. Das ist immer eine gute Option. Sonnleitner bekommt da den Unmut der Fans zu spüren. Diese Attacke, die war auch nicht ganz ohne gegen Savic. Er trifft zwar natürlich auch den Ball, aber riskiert da sehr viel. Sehr rustikal. Und da diese tolle Situation aus Sicht von Rapid Salihi, der sich ganz geschickt löst im Rücken der Verteidiger. Hofmann mit dem Pass und dann die Passsituation von Kinast. Und dann Mario Haas, der so schlechte Ballmitnahme. Schade. Zum einen diesen technischen Fehler dann begeht und zum anderen war Drazan besser postiert. Imre Savic wird jetzt sehr lautstark wohl verabschiedet von den 15.000 in der UPC Arena. Imre effizient, könnte man sagen. Ein Torschuss, ein Tor und dann noch den Führungstreffer. Ideal vorbereitet. Also viel mehr kann er nicht machen. Hat dann auch noch unglaubliche Laufwege hingelegt, auch weil dann eben im Prinzip ein dritter Stürmer auf dem Platz war, er ein bisschen mehr nach hinten machen musste. Kinast
Und Clem natürlich ein Mann, der auch mit seinem dynamischen Spiel noch für einige gefährliche Flankenläufe sorgen kann. Und trotzdem auch ein bisschen eine Absicherung wieder mit Savic, ein echter Stürmer auf der linken Seite heraus im Mittelfeldspieler rein. Aber zu Savic muss man sagen, das war dieses Standing Ovation, das sich zu 100% verdient. Wolf. Jetzt versucht er es alleine, Patrick Wolf. Ui. Roman Kienast hat den neuen Mann übersehen. Das ist bitter. Vergibt Kienast dadurch, dass er den mitlaufenden Kollegen nicht sieht, vergibt eine hundertprozentige Tormöglichkeit für seine Mannschaft. Konzentration Leitner, Wolf auflaufen lassen, aber natürlich war dann der Vorteil gegeben für Sturm und deshalb auch kein Grund für Gangl da einzugreifen und dann die schlechte Rückgabe eigentlich von Roman Kienast für Helge Payer. Schöner Laufweg von Haas, der kreuzt, ein bisschen Platz macht. Sonnleitner rennt Wolf um und dann ja, Kienast schwach. Mevungo, Schildenfels, zurück zu Czablina. Wieder sehr gut gearbeitet. Ermöglicht diesen Angriff mit, abseits von Salihi. Meine richtige Entscheidung. Gutes Auge? Ganz knapp. Gutes Auge? Bin mir nicht mehr ganz so sicher. Oh. Aber ein paar ganz knapp. Stand da vorne. Zuma gegen Kienast. Katze. Polowitz, Mevungo. Da schwinden natürlich jetzt bei einigen Spielern die Kräfte. Klar, bei so einem intensiven Spiel, sagt man ja gerne, intensives Spiel, aber in diesem Fall trifft es wohl wirklich zu. Frankfurter nimmt noch einen Wechsel vor. Patrick Wolf, wer hat sein erstes Tor für Sturm Graz gemacht? Er hat das 3:3 toll vorbereitet. Er hat alles das gebracht, was er sehr oft bei Wiener Neustadt gezeigt hat und was von ihm natürlich verlangt wird. Heute hat er es umsetzen können, Erdreich, dafür bei dieser tollen Begegnung auch noch mitspielen. Der kann auch mit links solche Bälle spielen. Ja, wer hilft? Drazan. Kulowitz ist es. Eckinen, Kajan. 88 Minuten sind absolviert. Gibt es hier noch einen Sieger in diesem denkwürdigen Spiel? Hoffmann wieder raus zu Trimmel. Ja, es gibt die Ecke. Trimmel hat aber auch den
Fuß bzw. das Bein ausgestreckt nach der nicht optimalen Ballannahme. Hat er sich da selbst gezwungen zu diesem Eingreifen gegen Pertl. Wieder tolle Übersicht von Hofmann. Ja, und dann die Entscheidung. Eckball kann man auch irgendwie nachvollziehen. Kehrt in Richtung Haas. Das hat Thomas Gange gut gesehen. Foul von Ehrenreich an Drazan. Nicht nur ein tolles Spiel, sondern auch ein sehr guter Schiedsrichter. Klemm hat nicht gesehen, dass Mario Haas eigentlich entgegenkommen wollte. Und deshalb die falsche Passvariante. 3 Minuten werden hier nachgespielt. Könnten für unseren Geschmack noch mehr sein. So viel Spaß hat dieses Spiel gemacht. Und Trimmel, der hat immer noch Kraft für diese Sprints. Da war Pertl ja, sehr nah dran. Zu nahe. Ganz schweres Spiel für Pertl heute. Das glaube ich, der wird richtig gut schlafen. Zwar vielleicht mit Albträumen, aber... Ja, der wird müde sein, er wird nicht so gut schlafen. Wird er wieder sein. Hofmann, der hat noch einen wachen Blick. Gut geklärt von Kinast. Kolowitz wieder rausgespielt zu Hofmann. Schumann. Pertl auf Kinast. Oh, war vielleicht wieder die falsche Richtung. Auch Peter Bargold wird noch einen Wechsel durchführen. Ante Nuhiu. Die Nummer 28 leuchtet auf und gehört hier wirklich einen glänzenden Eindruck hinterlassen. Christopher Trimmel völlig fertig, ausgepumpt, aber mit Sicherheit glücklich über seine Vorstellung. Gilt ähnliches wie für Wolf, vielleicht seine beste Saisonvorstellung. Bei Wolf natürlich nur die Sturmspiele einberechnet. Ja, da wird Helge Bayer noch einmal von Manuel Weber geprüft. So, Sonnleitner könnte sich jetzt etwas beliebter machen bei den Sturmfans und den Ball rausspielen. Und das passiert dann über Umwege auch. Roman Kinast. Ihn hat es erwischt, aber Kraft genug hat er noch für einige deftige Worte. Gegen Sumer dieses Duell. Vielleicht die letzte Chance für Rapid, den Sieg noch zu machen. Aber Salihi kommt da nicht mehr zum Zug, nachdem Ante Nuhiu mit seiner ersten Ballberührung beinahe noch eine Chance vorbereitet hat. Czablina. Klemm gegen Kai Hahn. Klemm kommt vorbei. Bringt er oder kommt er noch zur Flanke, aber nimmt vorerst mal Weber mit. Wieder Klemm. Die Flanke kommt in einen Haas, kommt nicht zum Abschluss.
Jetzt müsste es langsam aber sicher schnell gehen bei Ehrenreich, denn ansonsten erfolgt hier der Schlusspfiff und die letzte Chance wäre dann vorbei. Mwungo setzt noch einmal nach. Kein Foul. Spiel geht. Die Seitenwahl von Gordon Schildenfeld. Hedl ohne Kopfbedeckung. Kaya. Hofmann fordert den Ball rechts im Mittelfeld und bekommt ihn auch. Es wird eine nette Aufgabe für Christian Klemm. Er links im Mittelfeld, dahinter Bürcher, da heißt es wohl diese Seite, über die Hofmann vermehrt kommen wird, so dicht wie möglich zu machen. Jetzt geht es aber über links, über Markus Katzer und Fritz Junior, Christopher Drazan. Gestern noch mit dem Papa auf der Hohen Warte, dort war er nicht. Vielleicht ist er ja überhaupt bald nicht mehr in Wien. Prall zweier Birnen und Hamdi Salih hat da keine Spuren davon getragen. Gordon Schildenfeld schon. Salih ist Hinterkopf, frontal auf die Schläfe des Sturmkapitäns. Ja, da hüpft Mwongo mal daneben. Hofmann mit links, wieder Drazan jetzt im Laufduell mit Standfest. Rapid beißt sich in den ersten 1,5 Minuten richtig gehend fester am gegnerischen Strafraum. Guter Einwurf von Drazan. Und dann Standfest ohne Schnörkel mal raus mit der Kugel aus der eigenen Hälfte. Das war nicht gut gelöst von Katzer. Sabic. Kinast wäre noch immer anspielbar. Jetzt kommt das Zuspiel. Da gibt es einen für die Galerie vom Extra. Seiner Sinne. Der Rapid also weniger auf Hesselink auf der Ersatzbank. Wissen Sie noch, wann der sein letztes Bundesliga-Tor geschossen hat? Ich kann es Ihnen sagen, am 25. September. Deswegen hat eine verschworene Rapid-Fangemeinschaft den Namen auch so charmant in Wenig-Tor auf Hesselink umgetextet. Die Grazer heute ohne Marvin Weinberger, der war die vergangene Woche krank. Seinen Platz auf der Ersatzbank hat der Trainersohn Sandro Foda eingenommen. Natürlich sitzen dort die Superjoker Haas und Muratovic. Und auch der Etame. Entschuldigung, auch bei mir wird es da heroben recht oft schwarz, aber ich habe das Glück, dass ich das Spielfeld vor mir habe. Klemms Einwurf auf Sabic. Ja, da ist die Schussmöglichkeit für Andreas Hölzl. Erster Torschuss der Partie durch die Grazer. Nach 4 Minuten. Der Kinast. Mwongo auf Hölzl. Jetzt läuft der Ball gut bei den Steirern. Klemms harmloser Abschlussversuch wurde fast noch zu einer Vorlage
für Kienast. Hölzl. Ja, da wird die Bahn frei. Kein gutes Abwehrverhalten wieder mal von Rapid. Sonnleitner mache ich da noch den geringsten Vorwurf, aber Katzer wieder mal nur Begleitschutz, wenn da einer auf seinem Flügel daherkommt. Und heute ist der Albtraum des Markus Katzer, Patrick Wolf, gar nicht dabei. Kein schlechter Aufsitzer-Kopfball von Thomas Burgstaller. Hofmann kommt mal über links. Ja, da gibt es zaghafte Elfmeter-Reklamationen. Aber ich denke, da war so gut wie gar nichts zwischen Schichtenfeld und Salihi. Drazan also die treibende Kraft bei Rapid in dieser Anfangsphase. Salihi hier mit einem Sturzflug. Für die Landung kriegt allerdings keine guten Haltungsnoten. Wieder dieselbe alte Leier, Ballgewinn Rapid in der eigenen Hälfte und dann Kopitz hat da stark gearbeitet. Läuft die 7. Minute. Zu diesem Zeitpunkt stand es beim Duell der beiden Teams in Runde 14 schon 1:1. Durch Treffer von Schildenfeld und Sonnleitner, da hatten einige Akteure beider Teams noch gar nicht den Ball berührt. Um 1:0 näher im heutigen Duell waren mal die Grazer. Antizipiert von Summer, aber auch die Grazer sehr forsch im Attackieren des ballführenden Gegenspielers. Viel Spielraum bekommen die Mittelfeldakteure auf beiden Seiten nicht. Ja, da hat Savic keiner gerufen, gut aufgepasst hat Sonnleitner auf Salih. Hofmann hat da viel Gelegenheit, eine Idee abzurufen, die lautete letztlich flach auf Salihi zu spielen. Und Hofmann, Schildenfeld, klarer Kopfballsieger da gegen Salihi, der seinen Größenvorteil entsprechend ausgenutzt. Ich würde schon sagen, Roman Kienast hält mir den Ball oft etwas zu lange. Diesmal wollte er mich wohl lügen strafen und den Freistoß schnell abspielen. Aber Spielverlagerung auf Drazan und der mit einem schlimmen technischen Fehler. Wenn sowas in Grödig passiert, schiebt man die Schuld sofort auf den Platz. Hier ist das eher nicht möglich. Von Weber gegen Ekinen, Savic, Sonnleitner
als Sturmkicker früher dran, auch wenn das Ganze auf Kosten der ersten Ecke oder der zweiten schon für Sturm geht. Kurzfristig ein Ball zu viel auf dem Feld. Einwaller ist eingeschritten. Eckball hält vor. So wenig kann man aus einer Standardsituation machen. Der Sabic. Ja, mutig. 25 Meter, diesmal packt Raimund Hedl ganz sicher zu. Elf Minuten absolviert, Rapid noch ohne Torschuss. Stark gemacht von Mevongo. Kinas kommt diesmal nicht an Meki Katsa vorbei. Trimmel kommt jetzt über den Flügel, daher zieht Hofmann ins Zentrum. Und auch Christopher Trimmel trotz zweier harter Tacklings hat er den Ball verteidigt. Drazan, diesmal springt ihm die Kugel nicht vom Stiefel. Die Flanke ist auch nicht schlecht. Da kann Prokopitz da nicht ran. Zali. Neuer Versuch von Drazan. Werten wir das mal als ersten Torschuss von Rapid in der 13. Minute. Aber da war nicht Silvia Czablina, sondern eher die Cornerfahne in Gefahr nach diesem Bumsti von Christopher Trimmel. Kinas, der kommt da aus dem Gleichgewicht. Sitzfußballer Suma erklärt die Situation. Ja, die Idee war gut von Hofmann, hier direkt auf Trimmel weiter zu spielen. Aber gegen zwei Gegenspieler ging das letztlich schief. Abseitsentscheidung gegen Roman Kinast. Das war für Roland Heim wohl eine einfache Übung. Raimund Hedl bei seinem ersten Auftritt im Kalenderjahr 2011 im Rapid-Kasten. Ja, völlig misslungene Flanke hier von Markus Katzer.
Es ist ein Spiel mit vielen Zweikämpfen. 46 schon an der Zahl nach einer Viertelstunde. Und die meisten davon gewinnen die Grazer. Diesen nicht, das war falsch. In Graz sein wird. Zumindest nicht als Fußballer. Auch da ein Einsteigen ohne Rücksicht auf Verluste. Die Ferse von Prokopitz. Also Mevongo bewirbt sich schon mal um die erste gelbe Karte dieser Partie. Wäre im Übrigen seine fünfte in dieser Saison. Hofmann, naja, mit dem Wind, warum denn nicht? Verändert der Ball doch kurzfristig die Flugbahn. Fällt da rum. Czavlina höchst. Nach 16 Minuten hat Peter Backholt schon drei Ergänzungsspieler zum Warmmachen geschickt. Im wahrsten Sinn des Wortes, denn im Schatten ist es in Wien-Hütteldorf auch aufgrund des Windes relativ kühl. Ja, das war ganz schlecht von Klemm, der da Bücher in die Bretouille gebracht hat. Nächster Anlauf, Drahtzahn. Was macht er? Übrigens mit einer big feinen Zweikampfbilanz zum jetzigen Zeitpunkt dieser Partie. 6 Der andere Kroate bringt den ruhenden Ball wieder ins Spiel. Also spielerisch ist das noch keine Augenweide. Nach knapp 18 gespielten Minuten. Die Partie lebt von den vielen Zweikämpfen. Die Passquote auf beiden Seiten unterdurchschnittlich. Sowohl bei Rapid als auch bei Sturm landet im Schnitt jeder dritte Pass nicht beim Mitspieler. Das war stark von Kienast, zumindest was die Idee betrifft. Roman Kienast augenblicklich auch der Akteur mit den meisten Ballkontakten auf dem Grün des Gerhard-Hanapi-Stadions. Die wenigsten, der Vollständigkeit halber, haben die Salih aufzuweisen, ganze vier. Außer seinem Sturzflug ohne Fremdeinwirkung im gegnerischen Strafraum hat der Albaner noch nichts gezeigt. Vielleicht steht er jetzt wieder mal goldrichtig. Nein. Das nächste Foul von Mevongo. Drei an der Zahl bereits. Thomas Einwalder ist gnädig. Speziell dieses Einsteigen im Rücken des Gegenspielers, auch wenn er Hofmann hier nicht fest getroffen hat. Das kann im Extremfall für den Gegner auch böse enden. Antizipiert von Standfest, der den Ball allerdings
auf die Nasenwurzel bekommen hat. Unangenehm. Prokopetz, Spielverlagerung ist angesagt. Kaihan geht auch rechts mit. Was macht Häkkinen? Er ignoriert ihn. Sucht Hofmann, findet ihn auch. Der nimmt jetzt Kaihan mit. Und die Hereingabe. Ein dankbarer Ball für den Sturmgoalie. Rapid nach 27 gespielten Runden, das Team mit dem durchschnittlich höchsten Ballbesitz der Liga. Augenblicklich sind die Spielanteile hier völlig ausgeglichen. Der Mann mit den meisten Ballkontakten bei Rapid. Jetzt geht Trimmel ab, da kommt Mevongo, kann nicht entscheidend stören. Wieder Drazan. Lässt sich da gar nicht mehr auf einen Zweikampf mit Standfest ein. Christopher Drazan hat 11 seiner 12 Duelle Mann gegen Mann verloren. Da helfen ihm auch die vielen Ballkontakte nichts. Aber da konnte keiner die Flanke verhindern. Vielleicht stößt das auch Franco Foda etwas sauer auf. Ja, Weber kann da unbehelligt 30 Meter mit dem Ball laufen. Zurück auf den Kärntner. Hölzler ist Brustballer. Dem fehlt noch ein wenig die Spielpraxis für solche Kunststücke. Ja, da ist Kaihan eigentlich mit Ansage in Mevongo reingelaufen, hat allerdings im ersten Augenblick auch nicht so derb ausgesehen. Aber wer so austeilt wie der Spieler aus dem Kamerun, der muss auch einiges einstecken können. Savic, kein Abseits. Roman Kinast, 1-0 Sturm. 23. Minute, 16. Saisontor. Roman Kinast, 8. Vorlage Imre Savic. Die schrecklichen zwei sind wieder im Auftrag des Herrn unterwegs. Hölzl da mit viel Gefühl und dann diese völlig missglückte Abwehraktion von Sonnleitner, der rückt dann zwar raus, im Mitspieler allerdings nicht, weit und breit keine Abseitsposition erkennbar. Und Roman Kinast macht das dann sowas von cool, hat ein bisschen Glück, dass die Grätsche von Sonnleitner, der da versucht hat, noch zu retten, was nicht mehr zu retten war, ihn ein wenig unterstützt. Und das ist das erste Heimgegentor für Rapid im Kalenderjahr 2011. 325 Bundesliga-Minuten war Rapid in diesem Stadion ohne Gegentreffer. Vor einer Woche geriet Rapid auch 0-1 in Rückstand, hat dann allerdings blitzschnell reagiert.
das Ganze bis zu einer 3:1-Führung ausgebaut. Was passiert heute? Hofmann holt in Minute 25 den ersten Eckstoß für Grün-Weiß raus. Der Ball wird immer länger für Kienast und der hat dann das Kunststück versucht, wollte wohl den Ball über den am 11-Meter-Punkt stehenden Raimund Hedl drüber schupfen. Ja, Pücher, der macht mir einen guten Eindruck. Allerdings nach der Vorstellung von Timo Pertl beim Spiel vor einer Woche in Graz gefällt einem wohl bald etwas, was ein Linksverteidiger bei Sturm zu Wege bringt. Ja, jetzt gibt es die ersten Unmutsäußerungen der Rapid-Fans, wie der Sonnleitner, der hier nicht ganz im Bilde war. Klemm. Ja, dann hätte Sabic den Ball gerne in den Lauf gehabt. Klemm hat sich für die Flanke entschieden. Savic trickst da Sonnleitner aus, bei Katzer ist dann allerdings Kopfbahnhof. Ja, das passiert selbst einem Steffen Hofmann manchmal. Häkkinen wollte da das Spiel schnell vorantreiben. Und Peter Packholt bereitet schon seine erste Auswechslung vor. Co-Trainer Poldi Rotter hat Jürgen Patoka zur Bank zurückbeordert. Offenbar geht das da hinten mit Sonnleitner nicht mehr gut. Er macht auch keinen fitten Eindruck. Greift sich permanent an die Hüfte. Das wird kein Seitenstechen sein. Erklärt vielleicht auch die Aussetzer des Mario Sonnleitner in den letzten Minuten. Naja, dem geht es nicht mehr wirklich gut. Zumindest kommt er, wenn nichts Schlimmeres noch passiert, heute wieder mal um ein Cut herum. Also die gelungenen Offensivaktionen von Rapid in dieser ersten knappen halben Stunde kann man an den Zehen eines Fußes abzählen. Das ist das Tor nochmal. Roman Kienast profitiert da von dieser Grätsche von Sonnleitner, der den Ball für den Graz-Stürmer perfekt in der kurzen Ecke ablegt. Jetzt ist soweit. Foda nimmt auch zur Kenntnis, dass sein Gegenüber wechseln muss. Burgstaller mit etwas Risiko, aber wenn es gut geht, Pürcher. Kienast kurz Sommer weggeschoben, hat aber dem Norweger damit eher einen Gefallen gemacht, denn dadurch war der wesentlich näher zum Ball. Erstversorgung von Mario Sonnleitner, das ist kein Schwangerschaftsturnen. Da
Das sind absolute Schmerzen. Weber. Ja. Und dann nach dem Prinzip Hoffnung. Aber kommt natürlich in die Statistik als 7. Torschuss der Grazer. Rapid hat gerade mal 2 zu Buche stehen. Keiner dieser beiden kam aufs Tor von Silvio Czavlina. Unerlaubter Weitschuss. Das kennen die Finnen von ihrer Paradesportart Eishockey. Also was seine Spieler da aufs Feld zaubern, kann den Trainer nicht gerade begeistern. Peter Parkholt allerdings ruhig, wie selten. Vielleicht, weil er weiß, dass er sich über diese Mannschaft nicht mehr oft aufregen muss. Boi, der war schon gut von Hölzl. Dropkick, der hätte wahrscheinlich in die lange Ecke gepasst. Raimund Hedl bewahrt Rapid hier vor einem höheren Rückstand. Der war nicht so gut von Hölzl, allerdings auch mit seinem Maschinenfuß mit dem linken abgefeuert. Apropos links, kleiner Nachtrag zum 1-0. Das war Roman Kinasts erstes Bundesliga-Tor, das er mit dem linken Fuß erzielt hat. Es gibt bekanntlich immer ein erstes Mal. Jetzt stellt Sturm da in der eigenen Hälfte eine zweite Viererkette im Mittelfeld auf. Rapid da ohne Möglichkeit durchzukommen. Gut gespielt von Weber auf Kinast. Sabic geht Richtung zweite Stange. Und Katzer stellt sicher, dass Sturm zur vierten Ecke kommt. In seinem 250. Bundesligaspiel. Glückwunsch zum Jubiläum, Markus Katzer. Ist auch er irgendwie nicht ganz Herr der Lage. Rückstoß Klemm. Standfest an der kurzen Ecke aufgetaucht, war allerdings nicht als letzter am Ball. Daher gibt es gleich den 5. Eckstoß für Sturm hinterher. Schön zu sehen, dass hier keine Sonnenschirme notwendig sind, um den Eckenschützen vor Wurfgegenständen zu beschützen. Eine Regelwidrigkeit von Thomas Burgstaller hat sein Namenskollege Einwaller hier gesehen. Viel war das nicht gegen Sommer. Noch dazu mit einer ganz und gar nicht unnatürlichen Handbewegung. Da brummt Manuel Weber mal der Schädel. Obwohl es so viele Zweikämpfe in dieser Partie gibt, halten sich die Fouls dankenswerterweise in Grenzen. Erst 10 an der Zahl nach 34 Minuten. 6 davon haben die Grazer begangen. Die Hälfte davon Patrick Mewongo, der sich allerdings in den vergangenen Minuten vornehm zurückhält.
Savic wieder kein Abseits, aber der wird zu steil für Hölzl. Ja, Foulspiel von Markus Häkkinen, der sich hier beinahe als Boxspringer betätigt hat im Zweikampf mit Manuel Weber. Schlechtes Stellungsspiel war das von Tanju Kayan. Das wird nicht bestraft, weil Weber hier Savic auf der Flucht abschießt. Aber praktisch jeder Grazer Angriff endet mit einer Möglichkeit zum Abschluss. Die Sturmkicker spielen ihre Offensivaktionen zu Ende. Rapid kommt gar nicht mal rein, um eine Offensivaktion bis zur Hälfte zu fahren. Starkes Defensivverhalten des SK Puntiganer Sturm und blitzschnelles Umschalten. Naja, Kunststück ist ja immerhin auch die beste Kontermannschaft der Liga. Schildenfeld, der Hamdi Salihi wirklich zu einem Statisten degradiert in diesem Fußballspiel. Aber zur Ehrenrettung des Albaners hat er auch gesagt, dass er noch keinen einzigen verwertbaren Ball bekommen hat. Und für Drazan gibt es erneut kein Vorbeikommen an Joachim Standfest. Dann bleibt Katzer stehen, statt weiterzulaufen, sich für den Doppelpass zu empfehlen. Mit etwas Glück bleibt Rapid da im Ballbesitz. Das war ein hohes Bein, gefährliches Spiel von Steffen Hofmann. Ja, geht zwar Schildenfeld auch etwas runter, aber das kann man schon so geben. Thomas Einwalder hier meiner Meinung nach im Recht. Weber Savic startet, wahrscheinlich im Abseits gewesen. Jetzt ist es sicher nicht, aber viele Jäger sind auch des ungarischen Hasen Untergang. Jetzt hat Drazan mal Platz, weil Standfest da nur hinterher hechelt. Kluge Spielverlagerung von Christopher Drazan. Hofmann, Kaihan kommt mit Riesenschritten. Nur was macht er jetzt? Zurück auf Hofmann. Und damit ist das Tempo aus diesem Tempo-Gegenstoß schon wieder völlig draußen. Steffen Hofmann mit 40 Ballkontakten hat er die meisten. Wirkt wie üblich sehr bemüht, ist unglaublich viel unterwegs. Allerdings ist das alles zum derzeitigen Stand brotlose Kunst. Hofmanns Flanke und da hat Czablina wohl nicht gerufen. Hat ihm halt Schildenfeld die Arbeit abgenommen. Ja, Savic. Schneller als Katza. Dankeschön. Naja, wenn Savic trifft, trifft Kienast. Die beiden machen den Unterschied. Das war ein Tempogegenstoß der allerersten Güteklasse.
das 17. Tor des SK Puntigamer Sturm in dieser Saison nach einem Konter. Und Kinas revanchiert sich da auf ganz spezielle Art für den Assist vom Sabic beim 1-0. Diesmal fälscht auch keiner ab. Hedl für meinen Geschmack etwas zu weit draußen. Katzer hätte da eingreifen können, / müssen. Leichtes Spiel für Imre Sabic und Sturm führt etwas mehr als 4 Minuten vor Ende der offiziellen Spielzeit in Hälfte 1. Ja, absolut verdient, auch in der Höhe mit 2-0. Wenn wir oft davon gesprochen haben, dass die Innenverteidiger von Rapid nicht die schnellsten sind, das Defensivverhalten von Markus Katzer in dieser Situation war unter jeder Kanone. Betroffene Miene beim Präsidenten. Für ihn war ja nach dem Derby-Sieg die grün-weiße Welt wieder sowas von in Ordnung. Die Ereignisse der vergangenen Tage und Wochen sind am Chef nicht spurlos vorübergegangen und die ersten Pakult-Raus-Rufe ertönen. Also mit Didi Mateschitz, Franz Franitzky und Hans Schmidt hat er sich getroffen. In die Kommunalpolitik wird er wohl nicht gehen. Die Vienna Capitals haben bereits einen neuen Coach mit Tommy Samuelsson für die kommende Saison. Bleibt eigentlich nur noch ein Engagement im Red Bull-Konzern. Und Erfahrung mit den lustigen deutschen Bundesländern hat Peter Pakult ja, war vor seinem Engagement bei Rapid ja Trainer von Dynamo Dresden. Wohin denn nur, Dominik Kircher? Im besten Richtung Imre Sabic. Ja, da dachte Manuel Weber, dass Klemm startet. Es blieb beim Gedanken. Kinast wunderbar gelernt und dann Katzer. Spätestens hier muss er mit dem linken Fuß agieren, auch wenn das auf Kosten eines Fouls gehen könnte. Ich bleibe dabei, Hedl hat dort draußen in dieser Situation eigentlich nichts verloren. Imre Sabic, Freude über diesen Treffer wurde dann nur durch eine gelbe Karte für diesen übertriebenen Torjubel, so heißt es wohl offiziell, getrübt. Später Abseitspfiff von Thomas Einwaller. Aber Adlerauge Armin Eder. Der Einwaller ja schon in Salzburg beim Spiel Salzburg gegen Rapid vor einem folgenschweren Fehler bewahrt hat. Also eine vermeintliche Elferattacke von Tremmel an Trimmel gesehen hat. Einwaller nämlich. Eder hat ihm sofort signalisiert, keine Berührung. Und die Abseitsentscheidung gegen Trimmel war, das konnten Sie sehen, liebe Zuschauer, richtig. Immer wieder Gordon Schildenfeld.
Der hat das Trauma der letzten Wochen offenbar auch überwunden. Mit dem Kopf da hinten sowieso eine Macht in die Partie und man höre und staune. Anstelle von Steffen Hofmann, der hat Probleme mit der Achillessehne. Der agilste Grün-Weiße der ersten Hälfte nicht mehr dabei. Das Ganze mit einem 0:2 Rückstand. Nuhio jetzt zweite Spitze neben Salihi. Trimmel, für den dieser Pass gedacht ist, wieder auf dem rechten Flügel angekommen, dort wo er vor einer Woche auch in Graz sehr stark gespielt hat. Peter Backholt war über die gesamte erste Hälfte eigentlich ungewöhnlich ruhig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in der Kabine genau so ruhig geblieben ist. Es war ein Trauerspiel seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten gegen einen zugegeben starken Gegner. Abseitsentscheidung von Roland Heim gegen Atenuio. Wenn einer die Kabinenansprache von Peter Backholt nicht gehört hat, dann war das Jürgen Patoka, der hat die gesamte Pause hindurch noch extreme Aufwärmübungen vollführt, kam ja im Laufe der ersten Hälfte statt des angeschlagenen Mario Sonnleitner in die Partie. Katzer ganz schlecht getimt. Gespannt bin ich jetzt in diesem zweiten Durchgang auf die Vorstellung eines Boris Prokopitz. Jetzt ist Hofmann nicht mehr da. Er wäre der legitime Nachfolger für Ordnung im Spiel von Rapid, vor allem Richtung gegnerisches Tor. Für den einen oder anderen gelungenen Pass in die Spitze. Da ist Prokopitz, war vor der Pause eigentlich mit freiem Auge kaum erkennbar. Ekinan auf Drazan, kommt Katzer mit, aber Drazan schlägt sofort die Flanke, da ist wieder mal Gordon Schildenfeld, der richtig ausputzt. Das ist erst die zweite Ecke für Rapid in diesem Spiel. Christopher Drazan, Linksfuß, also der Ball vom Tor weggezogen. Da ist Patoka, da ist Nuhio, der steht im Abseits. Wir kontrollieren das nochmal nach. Da laufen alle Sturmspieler raus und beim Kopfball von Patoka steht Nuhio fast 2 Meter im strafbaren Abseits. Schienbeinbruchball für Markus Häkkinen. Katzer. Ja, aber da funktioniert die Spieleröffnung über den Linksverteidiger schon mal nicht. Häkkinen mit dem Wechselpass für Trimmel. Dann gibt es den Freistoß für Rapid. Natürlich Jürgen Patoka wieder auf dem Weg in den gegnerischen Strafraum. Kopfballstärke hat er bei diesem Eckstoß von Drazan schon mal demonstriert. Vielleicht geht das ja nochmals. Drazan, der kommt zu flach. Tolle Flugeinlage hier von Dominik Pürcher. Und Kinast lästig gegen Häkkinen. Dem bleibt nur der Rückpass auf Raimund Hedl.
der beim zweiten Treffer auch nicht wirklich gut ausgesehen hat, aber immerhin schon 6 Torschüsse der Grazer pariert hat. Nohio gegen Burgstaller auf dem Boden. Ist Nohio da klar die Nummer 1, aber wer räumt wieder auf? Jordan Schildenfecht. Patoka, er nähert sich dem Kasten von Silvia Czavlina an. Aber noch immer kein Rapid-Abschluss auf das Tor des Kroaten. Ist schon sehr lange her, dass Rapid nach einem 2-Tore-Rückstand noch gepunktet hat. Das war im November 2009 in Linz. Da gab es nach einem 1-3-Rückstand am Ende noch ein 3-3-Remis. Aber vor einer Woche hat Rapid in einer halben Ewigkeit mal einen 2-Tore-Vorsprung verspielt. Vielleicht schlägt das Pendel ja heute in die andere Richtung aus. Aber ganz ehrlich, dazu müsste auch Sturm einen unglaublichen Leistungsabfall in dieser zweiten Hälfte hinlegen. Der macht wenigstens ordentlich Meter in dieser Anfangsphase der zweiten Hälfte. Holt einen Freistoß raus gegen Dominik Pürcher. Und ohne Steffen Hofmann jetzt Christopher Drazan, der Mann für praktisch alle ruhenden Bälle pro Rapid. Zwölf Treffer aus Standardsituationen hat der SK Rapid in dieser Saison schon erzielt. Damit blickt die Mannschaft in den Top 3 der Liga. Jetzt wäre ein 13. ganz wichtig, um in dieses Spiel zurückzukommen. Wieder Patoka. Braun gebrannt, gut gelaunt, auch beim Einkaufen, immer mit dem Kinderwagen unterwegs. Jürgen Patoka, der Familienmensch. Jürgen Patoka, der auch nicht der Allerschnellste ist, aber er könnte mit seiner Kopfballstärke Rapid in dieser zweiten Hälfte noch helfen. Und da zeigt Patoka auch, dass er, was die Zweikampf Bilanz betrifft, zu den Topspielern der Liga gehört. Jetzt kommt Trimmel, hat mal etwas Platz. Da ist Burgstaller weit weg. Und da ist er, der erste Torschuss von Rapid auf den Kasten von Silvia Czavlina. Und dann verschleudert Tanju Kajan die zweite Möglichkeit. Das ist unglaublich. Zunächst Kajan hier noch mit starkem Tackling. Dann kommt dieser Schuss von Trimmel, den Czavlina stark pariert. Und im Endeffekt, Kajan, ich spiele den Ball zu dir. Nein, doch nicht. Aber zumindest ist in diesen ersten 10 Minuten der zweiten Hälfte Leben im Spiel des SK Rapid. Drazan. Diesmal kommt Schildenfeld nicht ran. Und da war die erste Gelegenheit für Hamdi Salihi.
Rapid mit mehr Tempo im Offensivspiel. Ohne Ballgeschiebe. Jetzt völlig auf den Endzweck hin orientiert. Und die Sturmdefensive hat in dieser Anfangsphase der zweiten Hälfte mehr Probleme als über die gesamte Distanz im ersten Durchgang. Geht ja mit Direktspiel. Prokopitz prallt da von Schildenfeld ab. Zum Glück blutet die Nase nicht. Ja, Prokopitz arbeitet. Der Foul von Mevongo. Ja, ja. Eisenschädel, das hatten wir schon mit Schildenfeld gleich zu Beginn der Partie. Da hat es ihm ordentlich wehgetan, jetzt hat er dem Gegenspieler, in diesem Fall Prokopitz, wehgetan. Ja, technisches Kabinettstückchen von Christopher Drazan, das macht Laune. Zwar eine der besseren Art, aber dann eine völlig missglückte Flanke von Katzer, nicht die erste in diesem Spiel. Kenast, geländegängiger Haken, ganz im Stile seines Herrn Papa. Trimmel. Da hätte sich vielleicht die Spielverlagerung nach links angeboten. Es geht aber über rechts, über Kaya. Da kommt Schavlina und fängt diese Flanke auf spektakuläre Art und Weise runter. Zunächst ausgesehen, als würde er da eine Faustabwehr starten. Nix da. Rechts, links. Sturm kommt nicht mehr in die so bedeutsamen und so gefürchteten Konterangriffe. Sturm, augenblicklichen Stand der Dinge, punktemäßig Level mit der Wiener Austria, die ja morgen in Kapfenberg antritt. Und schon ein gutes Stück vor den heute regelrecht gedemütigten Salzburgern. Da klammert Batokar, aber der Freistoß geht in seine Richtung, da hat auch Kienast angeschoben. Eine haarige Situation, beide mit festem Griff, in diesem Fall im Zweifelsfall für den Abwehrspieler. Jetzt haben wir fast eine Viertelstunde gespielt in der zweiten Hälfte. Rapid hat in diesem Zeitraum mehr Torschüsse ausgelassen als in der gesamten ersten Hälfte, hat auch endlich mal den Ball auf den Kasten von Czavlina gebracht. Aber ein Rückpass zum Tormann wird hier sofort wieder mit Pfiffen quittiert. Naja, das Rapid-Völkchen ist verwöhnt. Wovon eigentlich? Sehr geschickt hier von Sabic gemacht gegen Ekinen. Mevongo lässt sich da auf ein Laufduell mit Trimmel ein und verliert das kläglich. Ja, Prokopitz nimmt Fahrt auf. Aber das ist zu wenig. Das Zusammenspiel mit Drazan hat da im ersten Anlauf nicht funktioniert, im zweiten schon. Wie war das mit dem unerlaubten Weitschuss?
Sollte sich Peter Backholt verabschieden, wird er zum Abschied wohl ganz leise Servus sagen, nachdem er Ali Hörtnagel ja bei der vergangenen Pressekonferenz schon verbal hingerichtet hat. Ali Hörtnagel im Übrigen nicht im Stadion. Manche haben gedacht, er scoutet für seinen möglichen neuen Arbeitgeber Red Bull Salzburg heute schon den nächsten Gegner des Nochmeisters, der heißt Sturm Graz. Mal wieder etwas mehr Platz für die Grazer im Gegenstoß. Hölzl auf Savic, da kommt das Tackling von Katzer, das fährt ins Leere. Und dann Hölzl mit einem etwas unmotivierten Kopfball. Aber da war es wieder, das Konterspiel des SK Sturm. Den flotten Offensivkräften der Grazer darf man keinen Meter Raum lassen. Schildenfelds Zweikampfquote hat sich ein wenig verschlechtert, auch durch dieses Foul. Jetzt hält er nur mehr bei 12 von 19 gewonnenen Duellen. Prokopitz mit Gefühl, Schildenfeld schon wieder mit dem Kopf her der Lage. Ja, genau auf diesem Fleck da unten, wo Savic den Ball bewegt, ist das Spielfeld auch im Hanapi-Stadion in Mitleidenschaft gezogen. Da geht keiner mehr nach, denn sowohl Klem als auch Kinast wären im Abseits gewesen. Ja, da kommt Pücher zu spät, Burgstaller. Versucht der Adenauer hier mit aller Gewalt seinen wuchtigen Körper einzusetzen, hatte dann beinahe die rechte Schuhspitze im Gesicht des Gegenspielers Klem. Auf Anzeige von Roland Heim hat Thomas Einwaller jetzt auch auf Freistoß entschieden und das ist gut so. Ja. Rekordzupfer von Tanju Kaihan. Bei einem ganz gestrengen Ref gibt es dafür Gelb. Bei Thomas Einwaller gibt es nur eine heftige Verbalermahnung. Aber Einwaller bisher mit einer starken Darbietung, unaufgeregt. Das war in früheren Jahren auch nicht immer so. Torabstoß. Rapid hat in den ersten knapp 20 Minuten der zweiten Hälfte 70% der Spielanteile. Hatte einige gute Momente. Aber ganz zwingend war das vorne eben auch noch nicht. Nächstes Foul von Murillo. Klingt wie eine Drohung. Peter Packholt lässt auch Jan Wenigor auf Hesseling aufwärmen, nebst Thomas Hinnom und Christoph Saurer. Ja, den gibt es auch noch. Hölzler! Ja, zuerst ein unmotivierter Kopfball, hier eine Top-Gelegenheit. Raimund Hedl zum ersten Mal in der zweiten Hälfte entscheidend gefordert. Zweite Torschuss der Grazer im zweiten Durchgang.
das war schon einer aus der Abteilung, jetzt weiß ich nicht mehr so genau, was ich tun soll von Tanju Kajan. Auf der anderen Seite diese Gelegenheit, schauen Sie, wie sich Hölzl da durchmogeln kann. An und für sich stehen die beiden Innenverteidiger fast richtig, Soma auf jeden Fall. Aber kommt die Flanke länger, dann kommt sie zu Kinas. Das Zurückarbeiten des defensiven Mittelfeldes war hier überhaupt nicht zu erkennen. Da war der Ball noch im Spiel. Das hat Boris Prokopitz dann als erster überrissen. Aber er macht nichts aus dieser Gegenstoßmöglichkeit. Da sind die Grün-Weißen sogar in Überzahl. 5 gegen 4 gelaufen. Ja, Trimmel, der fühlt sich auf dem Flügel offensichtlich wesentlich wohler als echte Sturmspitze. Allerdings den linken hat er meistens auch nur zum Auskuppeln beim Autofahren. Hinein auf Salih. Steht Burgstaller nah dran. Salih aber mit einer netten Körpertäuschung. Und Trimmel gegen Bücher. Diesmal kommt er im ersten Versuch nicht vorbei. Ja, mit Bertl hat er auch wesentlich leichteres Spiel vor einer Woche in Graz. Hekinen, der war richtig gut. Drahtzahn, noch 1,5 Meter entfernt vom Glück. Aus dem Stand im Stil einer Tipp-Kick-Figur dieses Zuspiel von Hekinen. Da Drahtzahn, der Risiko nimmt, aber nicht belohnt wird. Sein erster Torschuss am heutigen Abend. Acht zu zwei im Übrigen die Torschussbilanz nach dem Seitenwechsel. Höchstel abseits von Savic. Also dieses Kontern der Grazer funktioniert nicht mehr so gut wie in der ersten Hälfte, auch weil sich Rapid eindeutig gesteigert hat. Naja, viel schlechter hätte es ja nicht mehr werden können. Aber da ist kein Sturm, das hat diese Kopfballchance von Hölzl bewiesen, ist auch in diesem zweiten Durchgang für einen weiteren Treffer gut. Jetzt ist mal Platz da für Mevongo. Uiuiui, hält das Spiel hier auf. Dann nimmt Savic das Tempo endgültig raus. Schaffen das Abschlag, Kinast im Abseits. Diesmal Kinast nicht im Abseits. Ja, und dann
vertändelt er den Ball hier gegen Tanju Kajan. Aber Roman Kinast mittlerweile mit fast 50 Ballkontakten, das ist nicht unbedingt üblich und für einen Stürmer ein absoluter Spitzenwert. Auch wenn er in der zweiten Hälfte die Kugel nur mehr meistens aus der Entfernung zu sehen bekommt. Und vergisst kurzfristig das Spielgerät, will dann einen Eckstoß, bekommt ihn aber nicht. Und hier auch im Standfest noch eine auf das rechte Schienbein bekommen. Und kein Vorwurf hier an Drazan, der hat natürlich versucht, den Ball zu spielen, ist ihm auch irgendwie gelungen. Über 70 Minuten gespielt. Franco Foda zeigt noch keinerlei Interesse an einem Spielerwechsel. Und hat Muratovic seit längerer Zeit den Körper auf Betriebstemperatur bringt. Der Bücher verbeißt sich in Christopher Trimmel. Diesmal hat er richtig zugebissen und deswegen gibt es den Freistoß für Rapid. Natürlich wird wieder Christopher Drazan ausführen. Diesmal keine Chance für Patoka, da entscheidend ranzukommen. Und jetzt schwärmt Sturm doch mal wieder mit 5 Akteuren aus. Weber, Kinast, ahnte Gegenspieler im Rücken, wollte das zu schön machen. Jetzt gibt es nachträglich Freistoß Rapid, allerdings bitte von etwas weiter hinten, meine Herren. Häkkinen im Bestreben, da die Partie am Laufen zu halten, hat den Freistoß rund 10 Meter zu weit vorne abgespielt. Mit dem flotten Kombinieren in Grün-Weiß hat sich es auch irgendwie schon wieder. Jetzt gibt es die erste Karte für einen Rapid-Spieler, und zwar für Markus Häkkinen. Dem kann es nicht schnell genug gehen. Und wenn er dann so den Ball verliert, gibt es auch mal was Zärtliches für den Gegenspieler. Wir stehen unmittelbar vor Beginn der berühmten Rapid-Viertelstunde. Was Grün-Weiß in dieser Saison da aufzuweisen hat, ist, dass die Mannschaft mit nur 4 Treffern in den letzten 15 Minuten mit Abstand die wenigsten aller Bundesliga-Clubs kassiert hat. Aber was Rapid braucht, ist ein Torerfolg. Andererseits ein dritter Grazer Treffer würde hier wohl die Lichter ausmachen. Nach dem Aufflammern des Rapid-Geistes in den ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte ist die Mannschaft drauf und dran, in den Trott der ersten Hälfte zurückzuverfallen. Poldi Rotter stürmt zu den Ergänzungsspielern, das heißt, es gibt gleich den nächsten Wechsel bei Rapid. Und jetzt wird die Drohung wahr, Jan Venegor auf Esselink wird gleich kommen. Thank you.
zwar wird Peter Packholz volles Risiko gehen, den Linksverteidiger Markus Kautzer rausnehmen und dann mit drei Sturmspitzen agieren, mit den beiden Baumlangern Nuhio und Venegor und mit dem heute bis zum jetzigen Stand der Dinge äußerst harmlosen Hamdi Salihi. Weber hat gewartet, bis sich auch Schildenfeld da vorne einfindet. Etwas weit gezogen für Kienast gedacht. Aber Trimmel war mit den Haarspitzen noch dran. Und deswegen gibt es Eckstoß für Sturm. Das hat Raimund Hedl jetzt auch mitbekommen. Zuvor aber kommt der Wechsel. Naja, kein Jubiläum, das man ewig in Erinnerung behalten wird. Markus Kautzer in seinem 250. Bundesligaspiel defensiv schwach, nach vorne kaum etwas bewegend. Zehnter Bundesliga-Einsatz für den Mann mit der Rückennummer 10 bei Rapid, der Eckstoß von Klemm. Also etwas wird da taktisch noch nachjustiert. Das hat Hamdi Salihi jetzt aus dem Munde seines vielleicht zukünftigen Ex-Trainers erfahren. Oh, Häkkinen spielt mit dem Feuer. Gelb verwarnt. Wieder so ein taktisches Foul an der Mittellinie. Kai Hahn ist vorlaut und bekommt Gelb. Und auch das sinnbildlich für die Vorstellung der Grün-Weißen hier über weite Strecken. 14 Fouls hat Rapid nur begangen. Eine gelbe für Häkkinen wegen eines Frustfouls im Mittelkreis, eine gelbe für Kaihan wegen Reklamierens. Von der Körpersprache her war Rapid heute zweiter Sieger und wenn nicht bald ein kleines Fußballwunder passiert, wird Rapid auch, was das Ergebnis betrifft, hier nicht die Nummer 1 am heutigen Abend sein. Fehler Kai Hahn klemmen. Herrn Hurtig, um mit den Worten von Alfred Tata zu sprechen, wieder am rechten Ort. Jetzt hat sich Bücher wehgetan. Schauen wir mal, ob er diesen Schmerz rausbeuteln, rauslaufen kann. Kein Wechsel beim SK Sturm. So wie es aussieht, werden wir Mario Haas heute nicht mehr in Aktion sehen. Kinzel, Ehrenreich und Muratovic machen sich da an der Seitenlinie einen Jux. Denen schon seit geraumer Zeit. Aber Franco Foda ist offenbar mit der Leistung seiner Startformation sowas von zufrieden, dass er keinen Grund sieht, hier auch nur einen rauszunehmen. Hölzl. Ja, das war knapp, das war verdammt eng, aber direkt vor den Augen von Armin Eder. Schenken wir dem Assistenten Glauben. Jo. Ja.
Lujo sucht da einen zum Ablegen, findet letztlich Trimmel, aber der steht im Abseits. Auch dieses Gewurschtle von Markus Häkkinen da vor dem gegnerischen Strafraum. Irgendwie ein Sinnbild für die Offensivbemühungen der Rapidler. Trimmel einen Schritt zu weit vorne. Wie Referee Einwaller, auch die beiden Assistenten heute ohne Fehl und Tadel. Und die ersten Besucher verlassen das zu Beginn noch pickepacke volle Hanapi-Stadion. Und richtig laut ist sie eigentlich nur noch im Sektor der Sturmfans. Das war eine gute Kopfballverlängerung von Venegorov Hesselink für Nuhio. Das war eigentlich eine Riesentorchance. Das ist eine Spezialität des Niederländers, diese lange Bälle mit dem Kopf abzulegen. Nuhio verlässt dann im entscheidenden Moment wohl auch der Mut. Schönen Abend noch, Herrschaften. Ja, der eine oder andere will sicherlich pünktlich zum Beginn unserer Sendung alle Spiele, alle Tore zu Hause sein. Das lege ich auch Ihnen, liebe Fußballfreunde, ans Herz. 20.30 Uhr, Sky Sport Austria. Diesmal Nuhio mit einer Kopfballverlängerung. Pücher da schneller dran als Trimmel. Und vom Ball flach halten hält Andreas Hölzl in dieser Situation auch nichts. Jetzt wird es doch im Bälde den ersten Wechsel bei den Grazern geben. Martin Ehrenreich holt sich noch letzte Instruktionen. Pücher macht eigentlich wieder einen voll fitten Eindruck. Weber auf Klemm. Hat die Grazer jetzt auch darauf bedacht, hier kein Risiko zu gehen, keinen leichtfertigen Ballverlust in der gegnerischen Hälfte zu produzieren, um möglicherweise in den letzten Minuten dieser Partie noch völlig sinnloserweise in einen Konter zu laufen. Also Ehrenreich muss da eine ganz besondere Aufgabe haben in diesen letzten Minuten. Das ist schon fast eine Besprechung wie vor dem Spiel. Pücher wird weitermachen. Franco Foda wird seinem Torschützen zum 1:0 und dem Vorbereiter des zweiten Treffers, Roman Kienast, einen Einzelabgangsapplaus der mitgereisten Sturmfans gönnen. Ja, der hat ja einen ordentlichen Hammer aus der Distanz. Vor allem dann, wenn keiner im Weg steht. Ja, interessant, wie sich Venegorov Hesselink da verhalten hat. Wäre er gesprungen, hätte er diesen Ball, denke ich, durchaus erreichen können. Bringt Batoka die Kollegen allen voran
Christopher Drazan nochmal in die Bredouille. Also das kann eigentlich nichts mehr werden. Noch etwas mehr als 4 Minuten offiziell. Rapid arbeitet noch. Veligor Fesseling erarbeitet einen Freistoß für die Wiener. Jetzt kommt der angekündigte Wechsel. Roman Kinast mit Saisontor 16, mit Saisonassist Nummer 6, mit 60 Ballkontakten. Das ist ein absoluter Topwert für einen Stürmer. Über die negative, klar negative Zweikampfbilanz breiten wir den schwarz-weißen Mantel des Schweigens. Ja, Ehrenreich natürlich ein Defensivkünstler, der da in den letzten Minuten mithelfen soll, die Null zu halten für Silvia Czablina. Betrieb bei den Grazer Fans, schön auch zu hören im Vorfeld der heutigen Partie und schon der vergangenen gegen Rapid, dass beim SK Sturm das berühmte Wort mit M nicht nur in den Mund genommen, sondern sogar ausgesprochen wird. Von den vergangenen 5 Bundesligaspielen hat Sturm gerade mal eines gewonnen. Jetzt sind sie drauf und dran, die Herren in Schwarz, Rapid eine Heimniederlage zuzufügen. Aber es gibt ja immer was zu bekritteln, dieses Transparent dort. Da bleibt mir die Aussage kurz mal im Hals stecken, denn das war vielleicht die letzte und gleichzeitig die beste Gelegenheit für Rapid, hier doch nochmal ins Spiel zu kommen. Kein Abseits von Nohio und dann der Schuss von Veligor Fesseling. Da spürt Czablina nur den Luftzug. Salihi hat geschossen. Sorry. Um das Thema Transparent abzuschließen, es gibt seit längerer Zeit eine Initiative von Sturmfans, dass der Sponsor Bodegama aus dem Vereinswappen entfernt werden soll, und das tun die Fans auch hier mit das Spruchband nochmal kund. Sorgen, die ich haben möchte. Dann schon Kai-Hans Eckstoß findet Hamdi Salihi, aber der findet erneut nicht den Weg ins Tor. Trimmel mit dem ersten Rapid-Torschuss auf den Kasten von Czablina. Nohio nach der Kopfballvorlage von Veligor Fesseling und letztlich Salihi nach der Vorarbeit von Nohio. Das waren die 3 Top-Gelegenheiten, die Rapid in dieser zweiten Hälfte hatte. Markus Häkkinen offenbar vom Glück verfolgt. Das war wieder so eine Attacke, für die es bei einem ganz gestrengen Referee gelb geben könnte, und dann wäre der Finne vorzeitig draußen. Es gibt nur 1 Minute an Nachspielzeit. Also offenbar möchte sich auch Thomas Einwalder noch alle Spiele, alle Tore ansehen. Eine Abseitsposition von Savic.
das ist nur mehr Sturm-Schaulaufen. Patoka, na, das wird noch ein Ping-Pong-Ball und noch eine Vorlage. Dann entscheidet Thomas Einwaller auf nicht regelkonforme Attacke von Salihi an Torhüter Czavlina. Und das wird es wohl gewesen sein. Die Nachspielzeit ist verbraucht. Patoka, der eigentlich einen Torschuss anbringen wollte, dann steht Salihi für mich hier auch im Abseits. Sei es drum. Das hat alles keine Bedeutung mehr. Rapid wird dieses Spiel mit einer positiven Zweikampfbilanz. Natürlich die besondere Brisanz, dass es Zoran Barisic ist, mit dem er ja 3 Jahre zusammen spielte, 3 Titel zusammen feierte und immer sehr gut auskam. Wer kommt mit Barisic nicht gut aus? Ja, Peter Backholt war es dann nach 3 Jahren nicht mehr. Der schickte ihn dann zum Nachwuchs. Schweinocher. Per Stahler beginnt vorerst einmal auf der linken Seite, aber hier gilt Ähnliches. Der wird auch immer wieder die Position mit Schretter wechseln. Merino. Dakovic hat sich seinen Stammplatz gesichert. Sehr zum Ärgernis von Georg Harding, dem Ex-Rapidler, der vorerst auf der Bank Platz nehmen muss. Wechselte ja vor 2 Jahren im Sommer von Rapid nach Innsbruck. Foul an Schretter. Schretter gelang der erste Doppelpack in der Bundesliga gegen Rapid beim 4:0. Das war eine faustdicke Überraschung, nicht nur sein Doppelpack, sondern dieser klare Sieg in Höhe von 4:0. Steffen Hofmann, 8 Spiele lang fehlte er vor dem Winter und da blieb Rapid ungeschlagen. In 9 Spielen, in denen er dabei ist, setzte es immerhin 3 Niederlagen. Wieder Merino, verfolgt von Heikkinen, Schretter, Perstahler, Abraham, Pichler. Gutes Vorchecken der Rapidler, setzen die Verteidiger unter Druck und deshalb geht's Richtung eigenes Tor bei den Innsbruckern. Bayern. Findet auch keine Anspielstation. Pichler. Von Prokopitz. Kulowitz. Heikkinen und Katze. Heikkinen, Kulowitz, aber man kommt ganz schwer in die Hälfte der Innsbrucker. Iñaki. Perstahler quasi als Freigeist unterwegs. Die linke Innsbrucker Seite verweist, weil auch Schrette in die Mitte gezogen ist. Foul von Katzer. Bergmann hat in der kurzen Zeit, in der er in Innsbruck ist, schon einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Bereits sein 7. Saisonspiel in der Bundesliga. Und davon immerhin 2-mal von Beginn an. Die Ersatzbank der Innsbrucker mit Schumacher als Ersatztorwart, angesprochenen Harding. Hauser ist wieder fit, aber muss vorerst zusehen. Bammer ist wieder zurück nach seiner Gelbrotsperre. Also da gibt es
einige Alternativen für Walter Koger, der SK Rapid. Mit Hedl, der wieder raus musste. Es gibt zwei Stürmer, die man bringen kann. Und dann noch Saurer und Trimmel, die auch das Offensivspiel der Hütteldorfer antreiben können. Jetzt treibt es einmal Kai Hammer. Foul. Ja, da gibt es keine Freunde. Pichler gegen Prokopitz. Ja, und da hätte er eigentlich die gelbe Karte sehen müssen, Harald Pichler. Und das wäre dann eine mit Folgen gewesen, denn er hält aktuell bei 4 gelben Karten. Hofmann beim Freistoß. Auf Katzer, bedrängt von Schweinocher. Burgic, weiter für Schretter, wieder Burgic, der legt sich den Ball zu weit vor. Salih. Die Pfeife bleibt stumm. Pichler, Schretter, in den Rücken von Perstaller. Sonnleitner hat sich wiederholt von seiner Verletzung. Salih, das könnte das 1:0 sein, ist es aber nicht. Was für eine dicke Chance für Salih. Solche Chancen nutzt er normalerweise. Toll gestartet, das spielt dann Iñaki abseits, aber Dakovic spielt nicht mit, der läuft nach hinten, Iñaki nach vorne und Salih alleine auf Torhüter Planer zu. Aber die große Stärke von Harald Planer, das zeigt ja auch gegen Wiener Neustadt, sind die 1:1-Situationen. Und deshalb gelang ihm auch gegen Wiener Neustadt nach 5 Jahren wieder einmal ein Shutout. Sonnleitner hatte gegen Sturm früher raus müssen, hatte Probleme mit der Hüfte. Aber seit Mittwoch hat er wieder voll trainiert und deshalb ist er auch heute im Aufgebot. Prokopitz, misslungen die Flanke. Sonnleitner mit dem Pass auf Salih. Ball nimmt er noch gut mit und dann versucht er, den Ball durch die Beine von Planer zu spielen. Und damit vergab er die Chance auf seinen 15. Saisontreffer. Zuma vor Perstaller, Abseitsstellung Burgic. Für Burgic hat das Bundesliga-Leben so richtig begonnen in Hütteldorf beim 3:3, als ihm ein Doppelpack gelang. Bis zu diesem Zeitpunkt stand er schon in der Kritik, aber seit diesem Zeitpunkt geht es steil aufwärts mit dem Slowenen. Und er ist nicht nur ein eigensinniger Mittelstürmer, sondern auch einer, der immer wieder auch ein Auge für den Mitspieler hat. Keiner bzw. zwei noch haben genauso viele Tore vorbereitet wie er. Kulowitz gewinnt den Zweikampf.
hat Platz. Sehr lange mit dem Ball marschieren. Salih. Und das gibt Elfmeter. Und ich glaube, die Entscheidung ist richtig. Ich glaube, die Entscheidung ist richtig. Abraham lässt das Bein stehen gegen Hofmann. Auch wenn der Tscheche jetzt verwundert blickt. Abpraller, Schweinocher legt den Ball auf für Hofmann und dieser Strafstoß geht in Ordnung, denn da geht die Attacke rein auf den Körper von Hofmann, wollte ihn wegdrängen, denn Hofmann kam da zu einer guten Schussgelegenheit, berechtigter Elfmeter, Salihi gegen Sturm Graz hat einen Elfmeter verwandelt und den macht er auch rein. Jetzt macht er sein 15. Saisontor. Der Gästesektor ausverkauft und die Rapid-Fans können erstmals jubeln und das auch Zoran Barisic, der Chefcoach. Verlädt Planer, aber auch wenn er, glaube ich, die Ecke raten hätte, da wäre nichts zu halten gewesen für den Innsbrucker Schlussmann. Salihi bringt Rapid nach 11 Minuten mit 1:0 in Führung. Burgic, Schretter und Kaihan im Nachfassen. Kulowitz gegen Merino, Heikkinen leitet den Angriff ein. Über Hofmann kommt Schretter. Sonnleitner mit dem Wechsel zu Drazan. Nicht lang genug der Ball. Iñaki. Daković. Stoß für Innsbruck. Christopher Drazan. Den wäre es auch wieder mal an der Zeit, sich ein Tor gutschreiben zu lassen. 1,5 Jahre ist es her, dass er das letzte Mal getroffen hat, damals gegen die Kärntner. Sogar zweimal hat er eingenetzt, aber seitdem ist Funkstille. Schweinocher. Hofmann, Salihi. Drazan. Ja, obwohl Rapid mit zwei defensiven Mittelfeldspielern aufgelaufen ist. Rapid spielt nach vorne, spielt offensiv stark. Die Innsbrucker haben da alle Hände und Beine zu tun und deshalb müssen sie immer wieder zu unerlaubten Mitteln greifen. Markovic, auch er hatte seine liebe Not auf seiner Seite. Hofmann. Nachschuss von Prokopitz. Und Prokopitz aus dem Hintergrund heraus und zieht den Ball übers Tor. Bisschen zurückgeworfen in seiner Leistung nach seiner Bänderverletzung und dann auch noch die Sperre. Aber ansonsten war er immer gesetzt. Boris Prokopitz
heute in seinem 26. Bundesligaspiel. Njaki zu Abraham. Sonnleitner vor Burgic. Dabei hatte Barisic vor allem Sorgen mit seiner Defensive, die so viele Tore allein im Frühjahr 9 Stück aus dem Spiel heraus kassierte. Und da hat er eigentlich sein Hauptaugenmerk darauf gelegt, hat ja mit Co-Trainer Robert Haas vor allem einen guten Taktiker an seiner Seite, der sich um die Viererkette gekümmert hat. Mit den Stürmern trainierte Carsten Janka. Diese Arbeit hat sich schon bezahlt gemacht, auch wenn der Treffer aus einem Elfmeter herausgefallen ist.